Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer auf der Elbtal. Ja, unser Feld ist von Unkraut befreit. Es ist gedüngt. Also spricht nichts dagegen, dass die Karotten hier ordentlich wachsen. Wir ernten ja gerade Karotten und können nochmal Karotten ansehen. Oder haben nochmal Karotten ansehen können letzten Ingame-Monat oder letzten Tag. Ne? Die können wir zwar erst in 3 Monaten dann ernten, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ich denke mal, dass wir da relativ gut versorgt sein sollten und dass wir da erstmal genügend Karotten eventuell haben, vielleicht für ein ganzes Jahr zu produzieren. Ich weiß es nicht. Ne? So, er muss hier zurück zum Hof. Ja, viel Spritzmittel hat er ja nicht verbraucht. Ne? Wir hatten ja doch noch einen Kanister gekauft. Ne? Da fahren wir nochmal auffüllen. Wo ja fast gar nichts reingeht, ne? Ja, heute sollte eigentlich auf dem Konto ein bisschen Geld hinzukommen. Aber wenn, dann sicherlich nur für kurze Zeit. Wenn einmal Erdbeersaft ist unterwegs, dann müssen wir noch eine zweite Ladung holen wir dann mit Karotten, mit Tomatensaft. Es ist einiges an Tomaten in Gewächshäusern, die wir verkaufen könnten. Und dann hätten wir ja so immer noch so ein bisschen ja, den Hafertrink, der schon recht gut zu Buche schlagen würde. Der ist zwar noch nicht im besten Monat, das wäre erst im Oktober der Fall. Da müssen wir mal gucken, was an Geld zusammenkommt. Ich meine, das ist natürlich der Hafertrink, sind jetzt schon über 400.000. Ja, das wäre ein neuer Trecker, ne? Was wir auch dringendst irgendwie bräuchten als größeres Gerät, obwohl wir eigentlich mit dem Mulcher ihn hier losschicken könnten, würde ich sagen, ne? Das ist zwar bloß ein Kompaktfaktor hier, der Glas. Wir müssen mal nach der Leistung gucken, was der Mulcher braucht. Aber theoretisch könnte das funktionieren. So, reparieren Farm waren wir noch. Spritze noch 2,6%, muss noch Lack dran. Meine Sache hat natürlich Pflegebereifung und dann noch den schweren Mulcher hinten dran. Eigentlich ist es eine Zumutung, ne? Aber ich glaube, er könnte es von der Leistung her packen. Wobei wir aber eher gucken sollten. Ne, das können wir nicht machen. Wir sollten eher gucken, dass wir in der Ballenpresse aufs Feld kommen. Ne? Wir müssen ja das Stroh vom Feld kriegen. Und das Feld 48 mulchen. Ja, machen wir auch. Wir hängen hier der Ballenpresse dran. Wir haben zwar immer noch keinen Abfahrer. Da fehlt uns auch wieder der Trecker. Wir kommen ja nicht so recht weiter. Ne? Oder wir gucken mal nach. Garage. Ja, unser Kompaktor, das ist er, ne? Der 660, hat eine Leistung von 205 PS. Und unser Mulcher hätte gern eine Leistung von 200 PS. Ich glaube, wir haben mit dem Teil schon mal gemulcht, aber das Feld 58, das hat auch ein bisschen Steigung. Wir machen das nicht mehr, wir müssen stehen lassen, das bringt es nicht. Oder wir nehmen den kleinen Glas als Abfahrer hier für die restlichen Karotten. Das können wir natürlich machen. Das kann er machen, ja, machen wir auch. Das wird ja der Karottenabfahrer und da kann der große Glas los zum Mulchen. Obwohl wir besser das Stroh pressen sollten und abfahren, aber das geht nicht. Da fehlt uns einfach ein Fahrzeug. Da würde uns dann einfach ein Fahrzeug fehlen.
Also ich glaube, die fahren hier hinten lang, oder? Ach so, Quatsch, sind ja Erdfrüchte. Also vorne ist das Getreide-Dilo, Holger. Also der fährt hier hinten lang. Hier fährt er lang. So, Feld 47 war es, oder? Genau. Da muss auch gepflügt werden, ne? Na gut, das, ja. Wir brauchen einen großen Trecker. Wir brauchen unbedingt einen großen Traktor. Erstmal alles zumachen, ja. Hohe Erdbruch-Silo-Anlieferung. Meine selbst noch ein Glas. So, also schicken wir ihn jetzt mal zur 58, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, 12 Meter Kurs. Haben wir den schon auf der 58? 58, 12 Meter haben wir. Den können wir erstmal gleich laden. So, erster Wegpunkt. 58. Ost ist das auch, genau. So. Ach man, das nervt mich auch so ein bisschen. Weil das ist ganz einfach hier der Abzweig. Der Abzweig ist zu nah an der Garage dran. Der muss ja vorne hin, eigentlich. Und dann finden die auch über die blaue Linie Wegfahrpunkt hier. Zur Übergabe muss ich noch einschalten, sonst geht es natürlich nicht, ne? Gut, unser LKW müsste doch auch mal angekommen sein. Oh, da steht er doch. Wie lange steht denn der schon da? Wir brauchen das Geld, Mensch. So, 99.000 plus 9.000 Bonus, neuer Kontostand 233.000. Könnte schon für kleinen Trecker reichen, aber wir brauchen eine große. So, hier zurück zum Fritz. Da alle Ordner zugemacht, Bürger. Produktion. Abholung. Weil ich 7 Minuten brauche bis hinter, schaffen wir doch gar keine zweite Tour heute. Was wir aber machen sollten, Schnäppchen gucken. Ach, Anhänger und ja. X los, Schnäppchen hier. Gut, leider nicht zu ändern. Ist überhaupt mal. Wie war denn das hier mit dem Düngerstreuer? Wo ist denn der? Ja. Der muss doch hier noch was tun, wenn wir noch ein bisschen Geld reinkriegen hier. Weil für Feld 40. Gab es noch keinen Kurs mit 42 Metern? Den müssen wir einfach mal generieren, indem wir hier problemlos einfach Knopf drücken. Aber ich das gerade sehe, Feld 40. Ich meine, so schlimm sieht das nicht aus. Das könnte auch was für uns sein hier. Ne? Aber wir brauchen einen Trecker. Erster Wegpunkt.
So, und speichern. So, 42 Meter. Feld 40. So, gespeichert. Ja, bloß wenn wir einen neuen Trecker. Wie gesagt, eigentlich gibt es nur eine Kategorie für uns. Großer Traktor. Obwohl hier ein 7er Johnny gar nicht so teuer ist. Also wir bräuchten ihn dann schon. Mit eigentlich 388 PS, sind wir bei 289.000. Meine gut, wenn dann Michelin, ne, und ein Breit. Sensor würde ich schon mit dran machen. So, bei 307.000. Machbar mit der nächsten Ladung. Tagbauf, ne? Weil der Johnny ist nicht der schnellste, ne? Der fährt 50 km/h. Ich glaube, die anderen fahren da 60, ne? Gut, Klaas fährt auch bis 50. Okay. Meine 8er Johnny ist. Ja, er hat zwar noch mehr Leistung, aber ist vielleicht ein bisschen zu teuer. GCB insofern nicht uninteressant, weil 70 km/h schnell, ne? Aber wir brauchen eher was für Feldarbeit. Und alles andere wird dann gleich auch wieder deutlich teurer, ne? Obwohl hier ein Magnum mit von Haus aus 374 PS in der Grundausstattung gerade mal 4000 Euro. So als Standard-Packer wie der Johnny ausgebaut, ne? Ich meine, gut, mit großen Motor. 3,4, ne? Ja, und das andere, ich meine, ich glaube, habe ich überhaupt was an Mods mit drauf? Ne, gar nicht. Also eigentlich überhaupt nicht, ne? Müsste ich mal gucken, vielleicht. Na gut, dann könnten wir die Folge nicht mehr kaufen. Gut, wir brauchen immer noch einen Trecker, ne? Aber das könnte mir ja schon, der 7er Johnny ist so ganz so verkehrt, denke ich mal, ist das nicht. Da könnten wir fast zuschlagen, wenn das Geld reicht, oder? Ich meine, wenn wir das Auto treib fahren lassen, sag mal, da, die ist natürlich gut, ne, wenn er bloß 50 km/h fährt, ne, wären wir nicht geblitzt im Ort, ne, oder? Ja, das manchmal muss man sich bloß schön reden, ne, oder? Wir haben es auch erst 9.02 Uhr, also wir haben schon noch gut Zeit über den Tag. Ich meine, wir müssen das Feld mulchen, klar, die 48. Muss die Flucht eigentlich nicht geflügt werden, muss die eigentlich nicht. Mulchen müssen wir sie bei einer Stroh wegsammeln, klar, das dauert auch nochmal alles. Der 600er Klaas, der muss natürlich erstmal mit den... bei den Erdbruchernter bleiben. Meine, er ist schon gut vorangekommen hier, ne? Aber er braucht trotzdem noch über eine Stunde. Und genauso lange fährt auch die Ballenpresse dann, ne? Oder ähnlich lange. So, niemand da hier. Was sagt bloß, der eiert da vorne rum und will abmachen. Ne, gut, der ist noch im Feld. LKW ist da. Der hat einen Anfang gefunden, das ist gut. Und unser LKW ist da. So, Erdbeersaft nicht. Karottensaft haben wir noch nicht. Wo ist er hier? Ja, Quatsch, Erdbeersaft. War ich schon. Ach doch, Erdbeersaft. Hä?
Tomatensaft, da ist er. So, wohin? Hotel Aventurin. Wie lange dauert der Anfahrt? 11 Minuten. Der kommt ja nicht mehr an. Oder gibt es eine Abkürzung? Nee, ne? Wo ist denn da das Hotel? Also wir sind hier. Ach, das hier ist das. Eigentlich schön zentral gelegen, bloß man muss da hinten lang fahren. Ne? Ja, das geht nicht anders. Seitdem wir fahren hier hoch und fahren hier querfeldein. Also richtig querfeldein ist es ja nicht mehr, der geht ja auch einen Weg lang. Ne? Hier sind keine Waldwege, hier sind keine, ist nicht eingefahren das hier. Aber geht der Weg bloß bisher her oder geht er weiter? Hier fahren wir nicht in Hamburg, da gibt es keinen Weg. Das hier könnten wir. Das könnten wir probieren hier lang. Ne? Weil hier oben steht auch kein Blitzer, hier können wir richtig Gas geben, ne? Hier müssen wir aufpassen durch den Ort. Wo ist er denn hier? Der war da auch irgendwo. Da steht er. Ja. Hier hochfahren ist ein bisschen steil, ne? Aber wenn wir hier oben sind, in dem Feldweg hinter, das sollten wir hinkriegen. Das Stückchen dort, das könnte sein, dass bloß Wiese ist, was wir gesehen haben, aber das werden wir gleich merken. Sei denn die Straße ist so holprig, dann ist halt der Tomatensaft gut geschüttelt schon. Das ist schon vorgeschüttelt, dann kriegt man mehr Geld. Ich würde sagen, hier ist doch aber... Moment, hier habe ich doch aber einen Feldweg gesehen. Ach, da vorne erst, okay. Hier rein.
Arge befürchten, wir legen den Eklat hier für Seite hier. Dann mal kurz gucken. Genau, wir müssen jetzt rechts runter und dann hier den Waldweg hinter. Wo es hier hoch geht, rechts, nicht runter, ne? Boah, das ist ja auch hier, boah, hier ganz schön schief, die Straßen, ne? Wer ist denn das überhaupt hier oben im Wald? Ach so, das ist sehr gemerkt Mitte, okay. Da oben ist das Hotel. Au, da ist ringsrum Felsen. Halt, hier lang mussten wir. Und da hört der Weg wirklich auf, oder? Nee. Der geht durch, oder? Ja, ist schon ein bisschen Gras drüber gewachsen, aber sonst geht's. Ach du Schande. Ah, ging gerade so. So, ja, frischer Tomatensaft, ne? Alle Gläser ganz. Ich meine, wenn wir den Zeiger kaufen, klar sind wir dann für einen Moment fast pleite. Ne? Gut, für die Nacht würde das nicht reichen, das Geld, aber wir können ja wirklich noch gucken, dass wir hier na, sag schon, Tomaten selbst. Selbst Salat, den wir ja nirgends wo meine 1700 von 1000 Bestpreis. Ja, hätten wir 897 von 1016. Eigentlich müssten wir Tomaten verkaufen. Und selbst auch meine Erdbeeren gingen noch. So, wir haben Gewächshaus Nord. Da sind die alle drin. Da fahren wir mal hin. So, eigentlich jetzt hoch. Hier Hof Nord. Gewächshäuser Abholung und dann halt Tomaten. Ui, wir stehen verkehrt rum hier. Mal kurz mal wenden. Oh hier. Keiner drin im Hotel. Okay. Gut. Und wir gucken mal im Shop. Ich denke mal schon, dass wir das mit den John Deere machen. Wie gesagt, größter Motor rein, damit sollten wir knapp 400 PS sehr viel Arbeit machen können. Problemlos machen können hier auf der Karte, sagen wir so rum. So, wir nehmen hier. Wir nehmen Michelin als Breitreifen mit Gewicht, ne? Oder sind die Mitras noch breiter dann? Die können wir auch nehmen, oder? Hier beide Reifen drauf, klar. So, noch was hören. EU ist klar, 3 Punkte.
Sensor haben wir gesagt, machen wir dran. Und dann brauchen wir ein Kennzeichen noch. Das wird dann Bomber Typ 7. Ne? So, und das müsste dann werden BLK ET. Ach, warum? Warum schreibt er mir? Eigentlich vorne hat er auch nicht geschrieben. Was soll denn das? BLK ET. So, und das wird dann die 8. Warte mal, hier ist was falsch. Also nochmal alles auf Anfang. BLK. Jetzt schon. Wenn ich das E drücke, springt hier unten das Kennzeichen um. Warum denn das? Muss so rum machen hier. T008 hat man gesagt, ne? So, vorne und hinten. Und kaufen für 307.000 und natürlich noch ein Gewicht. Dann nehmen wir auch hier mal, das sind hier 1150, haben wir noch ein größeres hier, 1800 kann er ruhig kriegen. So, da steht er, ne? Funktionstest immer ganz wichtig, geht, bisschen mickrig, aber geht. Schnell genug ist er, oder? Es ist natürlich die Frage, fangen wir mit ihm jetzt an, hier zu flügen? Nee, das macht man nicht. Der GCB kriegt die Ballenpresse, dass wir das Feld erstmal dort leer kriegen und er kriegt den Ballenanhänger hier. Wir hatten mal noch kurz Pause, da kann man ein bisschen hier ein bisschen ausdünsten, der neue Lack, ne? Wo ist denn hier der Düngerstreuer, der ja fertig ist? Genau, er. Werkstatt. Wird natürlich jetzt in der Folge nicht mehr ankommen. So, und hier noch ein bisschen Missionsgeld abholen, ne? Einiges an Erntemissionen, ja gut. Gut, ja genau, hier LKW, der kommt an. Da können wir einmal Tomaten verladen. Der muss, glaube ich, auf den Trigger oder hier so hin. Ne? War das hier daneben? Genau, das reicht schon. Mit den Tomaten können wir natürlich wieder gucken, ob wir sie dann über den Klobelmarkt verkaufen, morgen in der Folge oder... Ob wir so irgendwo direkt hinfahren, das müssen wir erstmal noch nachgucken. Wir werden dort hinfahren, wo wir das meiste Geld kriegen. Ne? Gut, dann sage ich auch mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen 16 Uhr machen wir dann hier weiter. Bis dahin und tschüss.